Hallo mal wieder. Mache hier mal wieder weiter bei meinem Let's Play Mordors Schatten. Herzlich willkommen. Und ich werde hier mich in den Überfall von Golm auf Lugdash einmischen und meine Erfolgsleute im Kampf unterstützen. Ich werde mal schauen, möglicherweise habe ich sogar die Möglichkeit, einen weiteren Gefolgsmann zu gewinnen. Deswegen werde ich mir den hier einmal markieren, wobei ehrlich gesagt, ich bin ja schon da. Das heißt, es geht hier mal los. Lugdash, der Waghalsige gegen Golm-Höhlenratte. Annehmen und dann mal gucken, ob ich Lugdash, den Waghalsigen, vielleicht Ich habe übernehmen kann. gern das Sagen. Niemand greift mich an. Oh, das ist natürlich so ein blöder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Ich glaube, der hat schon Schiss. Beziehungsweise ist schon grün. Verdammter Tark! Du hast keine Ahnung, was du getan hast! Tötet ihn! Ja, ich habe schon eine Ahnung, was ich getan habe, aber. Ah, Scheiße! Ah. Ah, Scheiße. Auf ihn! Als wenn euer Bauch wird mir gut stehen. Gut. Infos sammeln. Was haben wir denn hier Feines? Über die weiß ich, glaube ich, überall schon Bescheid. Na, dann erzähl mir mal, was überrascht den Abstoßenden. Furchtbar Verrat, das ist ja gut. Schnellschuss, hahaha, okay. Na, das ist ja fein. Damit habe ich wieder einen Haufen. Okay, na, macht nichts. Na, das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Na gut. Okay. Tötet die Verräter! Okay. Na, das Schwertlegenden sind normalerweise nicht so doll für mich. Blutrache habe ich auch keinen Bock. Das könnte ich mir mal holen hier. Was ist das hier? Rasch auf seinem Festmahl angreifen. Ja. Das kann ich mir mal anschauen auf jeden Fall. Rasch der Abstoßende, da war der da hinten, glaube ich, ne Truck. Rasch. Furcht vor Verrat. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Okay.
Oh, mal gucken, ob ich da was reißen kann. Der Hauptmann sagt, wir sollen die Augen aufhalten. Tja, ich sehe hier nichts. So, annehmen. Rock für euch alle! Hält euch bei Stange, ja! Bei Stange! Upsa! Oh ja. Oh, der hasst Brandwunden. Das ist natürlich doof. Der Tag hat wohl Angst bekommen. Ja. Und zwar, hallo, wie aber? Der stinkende Feigling ist weggerannt. Na, ja, easy. Gesehen? Easy. Easy, easy. Beim nächsten Mal ist er tot. Okay. Sprengfalle. Welle der Zerstörung konnte noch von den Hängen des Orodruins aus gesehen werden. Naja, dann machen wir mal hier ein bisschen Sprengfalle, würde ich sagen. Wo ist die Sprengfalle? Da hinten. Das war knapp. Mann, ihr seid ja echt doof. Spürst du das? So, mal gucken, was ich tun muss. Durch explodierende Fässer. Mhm. Boah, das ist ja scheiße. Wohl schaffen noch drei Stück, oder? Ach, scheiße.
28. Mann, oh Mann. Ah. Also. Okay. Okay. Wo ist denn jetzt eigentlich hier der Lugnak Dickschädel? Da oben. Das sind aber gleich zwei Häuptlinge. Gehen wir mal dahin. Was ich natürlich auch versuchen könnte, wäre prinzipiell mal einen. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau. Also grundsätzlich könnte ich auch mal versuchen, einem zu befehlen, seinen Boss hier anzugreifen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Geh nicht zu nah an den Rand, während du da vor dem Aufruhr. Also das heißt, ich muss die wahrscheinlich brandmarken, die Unterstützer. Verrat ist eine nicht ignorierbare Herausforderung. Ja, das stimmt. 5. Das sind alle da hinten. Oh. Ich fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Aus einem Loch in der Erde kam noch nie was Gutes hervor. Okay, komm her. Das hört sich nicht gut an. So. Das war mal eine Brandmarkung. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Ui. Hab ich da gerade etwas gehört? Ein Mörder ist unterwegs. Ah, da oben. Ich sollte weniger trinken, mein Verstand. Ja, komm du mal her. Zurück an die Arbeit. Wenn du was töten willst, dann kannst du gefälligst richtig mit einer Axt oder einem Schwert und stoß nicht einfach einen Speer aus sicherer Entfernung in die Eingeweide. War wohl nur der Wind. Wenn du etwas warst, sollte sich fernhalten. Gut. Speere sind offensichtlich die. Verschwinde! Reichweite und Schärfe, mehr braucht man nicht. Komm du her. Warte, ich rieche etwas.
Na komm. Gut. Die Uhren, die der Grabwandler erledigt hat, haben einfach nicht gut genug gekämpft. Wenn er auf uns trifft, kommt er nicht davon. Wahrscheinliche Ratten. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Der nächste Ohr. Ich könnte mal schauen, ob ich von hinten rankomme. Ich hab schon viel zu lange nicht gemordet. Ich hab gesehen, was der Grabwandler mit dem Sprengstoff gemacht hat. Schuss explodieren lassen. Und jetzt sind überall Uruk-Fleischfetzen verteilt. Den müsste ich doch von hinten kriegen, oder? Wo ist der Typ? Auf unserer nächsten Jagd werde ich so viele Karagor abschlachten wie sonst niemand. Dann wird mich der Hauptmann befördern. Ihr werdet schon sehen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Na, Fledermäuse getötet mal nebenbei. Der Hammer hat sich bestimmt freiwillig vom Grabwandler. Aber das ist alles Teil des Plans des dunklen Herrschers. Wo ist denn dieser Typ? Das gibt's ja nicht. Da unten. Okay. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst ihn nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. Wer ist das? Nahtstug. Nahtstug. Immun gegen Fernkampf. Scheiße. Ja, ich will aber keine Karagor anlocken. Ich will Unterstützer brandmarken. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ich bilde die Dinge ein. Zurück an die Arbeit und hört auf zu reden! Okay. Der letzte Gefangene war zäh und mager. Ich brauche einen mit mehr Fleisch auf den Knochen. Das sind normale Opfer. Oh, wer bist denn du? Tuka. Der ist doch freundlich eigentlich. Bescheuert, wie soll ich denn die kriegen?
muss von unten kommen. Na und? Jetzt können wir ihn wieder jagen. Ich liebe ihn. Die Wölfin muss sterben. Sie ist viel zu hartnäckig und ihre Armee wächst viel zu schnell. Ich werde jeden totschlagen, der in der Nähe war, als diese Wölfin frei wurde. Na dann mal, jetzt werde ich mir mal den einmal markieren. Muss ich mal gucken, wo der ist. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Haltet also Ausschau und seid bereit, Alarm zu schlagen. Da unten. Was ist das für ein Geruch? Das ist kein Graugblut, das sauer geworden ist. Das ist etwas richtig Übles. Okay. Das wäre das. Genau, einen roten Pilz brauche ich noch. So. Es heißt, dass der Tag aus dem Nichts kommt. So, komm du mal her. Habt ihr das gehört? Komm her. Gut. Jetzt müsste ich da eigentlich wieder außen rumlatschen, ne? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Der Grabwandler hat den Hammer getötet? Völlig egal. Wir werden dafür sorgen, dass er vor der Macht... So, du kommst her, schön. Ein Käse. Ah, es hat so gut funktioniert bis dahin. Ah. An der Stelle würde ich sagen, mache ich einfach mal Schluss. Und wir sehen uns dann einfach wieder beim nächsten Mal. Das war jetzt leider ein Fail. Aber beim nächsten Mal kriege ich den Lugner Dickschädel auch noch, würde ich sagen.
Okay, bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.